Just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Beim letzten Mal haben wir ja die ganzen Stuff und so ein Zeug gemacht und jetzt ist eigentlich nur eine Nacht vergangen. Was ist denn hier eigentlich? Das kann mal ausgebessert werden hier. Jetzt ist eigentlich nur eine Nacht vergangen, also nicht besonders viel. Und ich dachte mir, okay, mach's gleich weiter, damit du das hier langsam mal fertig kriegst. Und ja, wir fangen am besten mal gleich an. Mit dem hier drüben will ich nicht anfangen. Ich glaube, es ist echt sinnvoll, wenn wir langsam mal diesen Hügel da wegruppen. Das wäre, glaube ich, wirklich sehr, sehr sinnvoll. Zumindest wieder ein Stückchen wegräumen, denn der muss langsam echt weg hier, wenn wir das Rathaus noch hinbauen wollen. Das sollten wir schon anfangen, noch vor Folge 1000. Andererseits wird das ziemlich viel. Was wir zu tun ist. Also schauen wir mal, was wir jetzt wegkriegen und dann machen wir weiter. Wir sind jetzt bei Folge 986. Das heißt, uns fehlen noch 14 Folgen. Ich habe die Folge absichtlich ein bisschen größer gemacht, damit wir halt die Zeit noch haben. Und ich denke, die letzten Folgen werden auch sehr, sehr groß. Also wahrscheinlich eine halbe Stunde lang oder so. Einfach, um alles noch zu schaffen, so halbwegs, was ich noch vorhabe. Und dann schauen wir auf jeden Fall weiter. Huch. Ich muss ja dann sowieso noch überlegen, wie genau ich das mit den Tagebuchanträgen dann mache und so. Mir noch einen genauen Kopf machen und so. Aber dann mache ich dann wirklich, das mache ich dann wirklich, wenn es soweit ist. Also ich kann auch gleich von vornherein sagen, Folge 1000 wird er nicht, wie man das vielleicht von anderen großen Minecraft-Let's Playern gewohnt ist. Also, im Sinne von Minecraft groß, nicht der Let's Player. Irgendwie so ein überkrasses Hyper-Ding, sondern es wird einfach nur Map-Besichtigung, wie sie die Map dann danach aussieht, wenn ich fertig bin mit der Map. Und es wurde auch schon gefragt, ob ich die Map dann zum Download anbiete, aber wahrscheinlich nicht. Denn wir sind ja immer noch auf der Map zu Tage und machen ja noch was. Darum höchstwahrscheinlich nicht. So. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Mods sind wahrscheinlich gar keine online gerade. Der Ninis war mit dem TS-Channel hier mit, aber oder Wolfes, aber ich glaube, die ist eingepennt. War eine sehr lange Nacht. So. Hier alles wieder ausbessern. Und den Stein noch weg. Da 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 da. Jetzt sind wir hier nochmal, sagen wir mal, 5 Reihen Stein weg und dann reicht es auch erstmal wieder. Dann haben wir hier schon wieder ein Stück von dem Berg weggemacht und wenn wir das jetzt, sagen wir mal, jede Aufnahme, die ich starte, werden bestimmt noch so 2-3 sein, so ein Stück wegmachen, dann ist der Berg am Ende auch weg. Also keine Angst, mal das Ding jetzt nicht auf einmal, ich weiß, der Berg ist recht groß, wird alles nach und nach passieren. So, bis hierher machen wir weg. Hip, hopp, 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 hopp. Und hier noch das Zeug und dann müssen wir unten drunter machen, damit die Wiese wieder hinpasst. Oh, Zaballe ist online. Hallöchen, Walle, na, wie geht's dir? Doch, Mod online, siehst du? Hab ich mich getäuscht. Have trust in your mods. Okay, hab ich. Hopp, 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 hopp.
Guten Abend. Und da ist der Rubens. Ja, moin Rubens. Gleich als erste Frage. Habt ihr heute was geplant? Weil ich bin gerade erst aufgestanden. What? Ja, so wie es aussieht, gehen wir wahrscheinlich in die Kaste. Das heißt wahrscheinlich spät abends, okay. Naja, Nico würde uns beide wahrscheinlich dann im Auto mit in die Stadt nehmen, so kurz vor 20 Uhr oder so. Je nachdem, wenn er halt aus Altendorf wieder da ist. Ja, das hört sich sehr schlecht an, weil ich nämlich 0 Uhr so ins Bett muss ungefähr. Was bei dir los, Alter? Arbeit morgen. Mach's mich fertig, ey. Ja, deswegen habe ich habe gehofft, dass ihr irgendwas früher schon macht und dass es nicht so lange geht. Aber Kaster heißt am meisten ein bisschen spät. Mann! Kotzt mich selber an. Ich bin aber das ganze Wochenende alleine. Also ich habe die für mehr oder weniger Verantwortung so ein bisschen. Und deswegen kann ich dem echt nicht erlauben, morgen zu verpennen. Also ich kann mir prinzipiell nicht erlauben zu verpennen, aber morgen ist besonders wichtig. Ich habe morgen dann ziemlich großes Buffet, was ich raushauen muss alleine. Ach, Rubus, warum? Sag mal, hast du Interesse, heute zu mir zu kommen und ein bisschen mit aufzunehmen, bis 20 Uhr, oder? Nee, ich muss das erst mal klären. Also anscheinend sind doch noch ein paar Unstimmigkeiten. Mit der Kaste, oder was? Ach, nee, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, warte, ich erkläre es dir gleich, ich muss hier mal fix... Ich bin übrigens im Stream, ne, also erzähl jetzt nichts Privates. Nicht, dass du mir jetzt irgendwelche privaten Dinge erzählst und dass wir dann so Ruhe spielen im Stream, ups. Nee, ich, So. Ach, ganz gut, eine Runde CSGO Ranked verkackt, wie immer halt. Oh, ich hab gestern CSGO gesucht, das glaubst du nicht. Mit dem Bloodbound zusammen, wir haben Aspersionen gezockt und dann haben wir Ranked gezockt und dann haben wir das gezockt, das war eine Katastrophe. Und nach um 20 Uhr wollen wir wieder Ranked zocken. Okay, naja, das Problem ist halt nur, dass es kam der Vorschlag, halt den Filmabend zu machen. Da habe ich aber gesagt, auf Filmabend habe ich heute überhaupt kein Elan, da kann ich mich nicht für motivieren. Ja, es ist einfach so eine, ich finde Filmabende, also ab und zu geht, aber die so oft wie was machen, das ist so eine 80 Jahre alte. Ist so, wenn du alt bist, ja, du nicht mehr kannst, den ganzen Filmabend machen. Der Punkt ist einfach nur, keine Ahnung. Sehr gut. Ich habe nach der Woche jetzt keinen Bock, mich da irgendwo hinzuhocken und einen Film hier reinzuziehen, wo alle wieder da sitzen und, oh, und ne, habe ich halt keinen Elan für. Verständlich. Also, ich habe halt gesagt, also, wenn wir in eine Kasse gehen, komme ich mit, wenn wir einen Film anmachen, nicht. Andere Vorschläge kamen bis jetzt nicht, ja. Ja, und anscheinend, also Nicole hatte gerade noch so gemeint, what the fuck? Ja, den gehen wir halt, in eine Kaste. Ich schrieb, gut, okay. Gerne. Jetzt meinte, man hatte halt Nico dann gefragt wegen mitnehmen, pipapo, und dann meinte Flatti jetzt, ja hey, ich dachte, du willst keinen Film anmachen, also ist anscheinend das doch nicht so geklärt, was jetzt halt Phase ist. Und je nachdem, was heute rauskommt, kann ich gerne auch noch vorbeikommen. Wäre hübsch, ja. Ich nehme jetzt in Minecraft auch noch ein paar, auch hoffentlich ein paar Folgen. Damit ich halt die Folgen, 1000 Folgen schnell erreiche, damit ich muss halt auch ein bisschen vorproduzieren und so. Und dann, Zombie gehen wir aus dem Weg. Und dann ist CSGO heute noch geplant und Witcher und... Ist doch schon geplant. Ja, ich muss, noch einen Abwasch machen. Das ist die Aussage. Ich muss noch den Abwasch machen. Ja. Oh. So. Hier pflanzen wir noch einen kleinen Wald rein. Erstmal eine Runde. Hier pflanzen wir noch einen Wald rein. Ein Baum, hier pflanzen wir noch einen Wald rein. Ich bin so froh, dass ich die den Creeper-Schaden ausgemacht habe bei dem Spiel. Ja, ist doch so, dass das
Du wirst ja nicht fertig mit Bauen bei so einem Typ, bei einem Creeper Schaden machen. Naja, kommt drauf an. Ja, bei mir explodieren sie ständig, ich krieg das nicht hin, keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd für Creeper. Das kann natürlich auch sein, ja. Das ist auch, was ist das für ein Berger hier? Wisst ihr? Hittet mich von hinten an, das Skelett, und rennt dann weg. Dann dachte ich, ich Schelm! Na warte, ich saß halt auch schon in der Schule von 7:30 bis 15 Uhr. Und dann musste ich in die Stadt fahren. Du genießt Bildung? Bäh, eklig. Schwester holen. Moin Tyron. Ach, Tyron, bist da? Warum kommst du nicht runter? Er sollte froh sein, dass er nur Abwasch machen muss. Musste heute Arbeitsamt und Finanzamt insgesamt 4 Stunden waren. Geil. Vor sowas drücke ich mich immer. Naja, vor allem ich dachte... Zwar nicht erfolgreich, aber ich drücke mich davor immer. 3:30 bin ich dann in die Stadt reingefahren, um das Geld zu holen. Ja. Da ist so, naja, komm. Moin Tyron. Ne? Moin. Ich kam nicht runter, weil ich nicht wusste, ob okay, und ich warte lieber, bis... Ja, ich nehme gerade Minecraft auf, also... Solange, ja, solange wir nicht dasselbe Vokabular wie heute Nacht benutzen. Mein Arm, Alter, mein Arm. War denn an dem so schlimm? Ich kann es gar nicht verstehen. Weiß ich nicht, ich erinnere mich an gewisse Ari-Sprüche. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ne, überhaupt nicht. Ne, neue Ari-Skin, ja. Ja. Was ist mit Nadine los? Sie ist eingepennt, oder was? Vorhin ja, und so aktuell ist sie wach. Aber keine Ahnung wo. Ich dachte mir schon so, die wird schon einfach so vom Rechner auf die Tastatur gekippt sein. Das ist sie definitiv auch heute Morgen, wo sie nicht mehr da war und nicht mehr wiederkam. Ich war ja noch etwas länger wach, weil ich noch auf meine Pizza warten musste. Und ja, das danach habe ich mich nochmal hingelegt, aber die kam nicht wieder und dachte mir so, die ist bestimmt eingepennt. Das schreibt sie mir um 15 Uhr oder 14 Uhr irgendwas. Sie ist eingepennt. Ich so, ja, wusste ich schon. Erzähl mir, was Neues. Ich mach das öfters. Weil mir war sehr witzig letzte Nacht. Das klingt so falsch. Ja, ja, irgendwie schon. Letzte Nacht hat mein Leben verändert. Gut. So, alles schön hübsch machen hier. Die neue Wiese sieht aber auch edel aus bei Minecraft. Edel. Meinst du, ich kann Twitch auf der Top spielen? Prinzipiell sollte das gehen, ja. Man kann so ziemlich jeden AD-Kerl auf der Top spielen, wenn man ein gewisses Skillpotenzial besitzt. Okay, Roman, ja, eigentlich schon. Mach's bitte nicht. Hey, ich komme mittlerweile ganz gut klar mit Twitch. Es ging um das Skillpotenzial. Ich hab nicht genug Knochen. Da, 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 da. Gib mir bitte ein paar Knochen. Schade. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. So. Was habt ihr letzte Nacht so getrieben? Möchtest du das wirklich wissen? Hey, hallo Wolfis. Hey. Sie sind TS online und schreibt das bei Hey. Warte, was? Ja, genau das meine ich. Sie sind TS online und schreibt das mal so in Dings rein. Hey. Ich wusste, dass ich TS bin. Wir haben schon so gesagt, ich bin bestimmt gestern einmal auf die Tastatur gekippt, so. Tot. Ich war ja auf K. Ja. Da hab ich mein Zimmer geputzt und so und so fort. War mein Handy im Bett, hab mein Handy geschaut, bin eingepennt. Ja, genau das soll ich aber nicht machen, ins Bett nehmen, wenn man 20 Stunden wach war. Aber gut, man lernt ja noch dazu, ne?
So, jetzt haben wir hier auch überall Wald gepflanzt. Wunderhübsch. Ich pflanze mein eigenes Biom an. Hier ist ein Birkenbiom. Ein Birkenbiom. Hübsch. Einfach nur hübsch. Da fehlt ein Stück Baum. Ich rette dich, mein Baum. Ups. Okay, der ist mir bei meiner Minecraft abgeschmiert, weil ich den Baum geholfen habe. Warum nicht? Prinzipiell immer eine gute Idee. So, jetzt haben wir hier 4 Leute im TS. Irgendwann muss ich so ein Community-TS hier aufmachen, ne? Wenn das weiter so geht. Gebe ich Ruben Kickrechte. Jo. Ich bin mal kurz weg. Alles klar. Ja, wenn du einen brauchst, wir können dich, kann dir gerne einen sponsern. Was, Kickrechte? Nein, ein TS. Ach, das kostet doch nicht so ein TS.